glaube, dass wir nur reagiert haben, nicht agiert. Wir haben keine gute Raumaufteilung gehabt. Ich bin auch ehrlich, ich wollte anders beginnen. Ein mühevoller 2:0-Erfolg steht zu Buche. Was wichtig war, die 3 Punkte einzuholen nach der guten zweiten Halbzeit von Rostock. Was hat es denn heute so schwer gemacht, dass es nicht so gut gelaufen ist, gerade in der ersten Hälfte? Müdigkeit. Gegner hat das mit dem Ball auch gut gemacht. Ich glaube, dass wir nur reagiert haben, nicht agiert. Wir haben keine gute Raumaufteilung gehabt. Ich bin auch ehrlich, ich wollte anders beginnen. Aber ich glaube, wenn nach Mittwoch, wo wir mit den 3 Wechseln das Spiel für außen stehen, drehen die 3 das Spiel. Wenn ich die auf die Bank lasse, weil sie vielleicht einen Mehrwert haben, und so kommt ein Spieler raus, dann ist das ja hier nicht darstellbar. Das ist ja das Problem, was wir haben. Ich finde, dass man gerade jetzt in dieser Phase Spieler braucht, die von der Bank vieles verändern können. Und deswegen wusste ich, dass diese 3 gerade am Anfang auch vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sie natürlich am Mittwoch so viel rausgebauert haben. Dann kam noch hinzu, dass Dominik wirkte sehr müde. Deswegen haben wir in der Halbzeit ausgewechselt. Tobi fand ich in der ersten Halbzeit wirkte sehr müde, also insgesamt sehr schleppend. Ich habe dann in der Halbzeit gesagt, dass für mich das aber auch so zu erwarten war. Ich wollte das aber nicht vor der Mannschaft sagen, damit jeder sagt, ja, wir können ein bisschen weniger machen. Und ich war mir sicher, dass die zweite Halbzeit besser wird. Sowieso dann mit dem Elfmeter zu 45 Minuten. Das war mal eine gute Aktion in dem Spiel. Ansonsten hatten wir sehr wenig, obwohl durch Hoffi hätten wir vielleicht auch noch was machen können in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt ist das nicht das, was wir brauchen, wenn wir in der Tabelle höher angreifen wollen. Ja, und dann 15 Minuten gut nach der Halbzeit oder ordentlich. Haben die Räume, wir spielen sie aber nicht gut. Oder der finale Pass kommt nicht so, wie er kommen sollte, müsste. Ja, und dann ab der 65. Minute haben wir dann 2-3 Mal Glück. Und bis wir dann in der 90. Minute diesen Punch machen, obwohl wir dann auch vorher vielleicht den einen oder anderen Konter fahren können. Aber nochmal, heute, glaube ich, verbietet sich der Kritik unabhängig das Ergebnis. Nach 7 Tagen, 3 solche Spiele bei diesen Temperaturen, sowohl Mittwoch, das war kräftezehrend ohne Ende. Und heute, das war tropisch, glaube ich, sollte man lieber der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Alle haben immer gesagt, ja, da müssen ja ein paar junge Leute mit auf dem Zettel stehen aufgrund dieser U23-Regelung. Und dann kommt dieser Tuncer Bektaş ins Spiel, als wenn er schon immer mitspielt, mit einem Selbstbewusstsein. Schon eine Aktion vorher war schon großartig und dann läuft er genau dahin, wo Phil Halbauer den Ball auch hinspielt und kommt nach 3 Minuten Einsatzzeit bei den Männern zu seinem ersten Tor. Wahnsinn. Ja, für den Jungen ist er natürlich ein fantastischer Moment. Wie gesagt, sehr gute Hereingabe. Ich bin ehrlich, wenn Kapulka nicht anzeigt, dass er gewechselt werden möchte, weiß nicht, ob wir das machen. Das hört dann auch zu den Tatsachen und zu der Wahrheit. Umso mehr freue ich mich, dass dann auch, wenn man diese Entscheidung nicht so treffen wollte, was dann daraus resultieren kann. Ich glaube, in Dortmund sollte gestern auch jemand anders ausgewechselt werden. Und der macht dann, oder derjenige, der das Tor macht, sollte auch ausgewechselt werden. Das schreibt der Fußball. Ich hatte es nicht auf ein Tablett, ihn noch zu bringen, weil ich diesen jungen Spieler dann auch nicht verheizen möchte in so ein Ergebnis und in so einer Situation, wo wir uns gerade befinden. Es geht für uns, irgendwie in diese Saison reinzukommen. Ich glaube, dass wir am Mittwoch in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, dass wir das schaffen können. Aber innerhalb von 3 Tagen mit der Müdigkeit und mit dem kleinen Kader ist das natürlich unglaublich schwierig. Wir haben es gerade so am Rande miterlebt. Es gab tatsächlich die freundliche Begrüßung zwischen Niklas Erbeck und uns, unserem Trainer Pele Wollitz. Alles ausgeräumt. Mir hat er gesagt, es ist alles gar nicht so gesagt worden. Ja, hat er mir jetzt auch gesagt. Ich habe das so gelesen, dass wir nur mit unserem oder mit dem Geld hier nur um uns werfen können, was nicht stimmt. Das sind nicht die Tatsachen. Und wenn er uns als Favorit sieht, ist das seine Meinung. Die kann man auch haben. Ich habe eine andere Meinung, aber nicht, weil ich meine Mannschaft nicht gut sehe. Wir sollten in die Saison kommen. Wir haben es diesmal schwieriger, dieses Selbstverständnis zu bekommen, wie ich mir auch erhofft habe, teilweise auch erwartet habe, aber die Realität sieht anders aus und man muss sich der Realität stellen
Und das tue ich, ich sage nochmal, wir haben letztes Jahr nach 5 Spielen 7 Punkte gehabt, jetzt haben wir schon nach 4 Spielen 7 Punkte. Trotzdem war ich da sicherer, weil es gewisse Abläufe gab, die darauf hinweisen, dass wir da vieles durch diese Struktur, durch diese Prinzipien, vieles erreichen können. Wir sind noch nicht in dieser Struktur, sonst würden wir nicht das zulassen ab der 65 Minute. Natürlich sind wir ein bisschen müde, trotzdem könnten wir da eine bessere Ordnung haben, eine bessere Staffelung. Wir sind manchmal zu hektisch im Anlaufen, wir verlassen zu schnell unsere Position. Bessere gegen den Ball, eine bessere Positionierung, wenn wir das hinkriegen und wir kommen dann in unsere Sicherheit. Man sieht ja, dass Heike heute mal 90 Minuten spielen konnte, war wichtig. Thiele übernimmt die Verantwortung, sicher den Elfmeter verwandelt. Dann kommt Heilbauer, gibt so eine Hereingrabe. Ich hätte mir jetzt noch gewünscht, dass Euschen den Ball noch einmal querlegt. Verstehe aber auch, dass er vielleicht selber abschließen will. Ich glaube, dass Prokopenko von den Ansätzen heute wieder gezeigt hat, dass das ein Spieler ist mit einem riesen Entwicklungspotenzial. Nur, ich kann auch nicht 100% sagen, wie lange das diesmal dauert. Ich sage nochmal, letztes Jahr war ich absolut sicher, war ich fest davon überzeugt. Ich würde mir wünschen, dass es bei uns dann auch schnellstmöglich so kommt. 2 Siege in Folge machen Mut für das nächste Heimspiel dann hier gegen Chemie Leipzig am nächsten Sonnabend. Ich glaube, Selbstvertrauen nicht nur beim Kleen Bektaş, sondern insgesamt bei der Mannschaft nach 2 solchen Resultaten und in Summe 6 Punkten sollte vorhanden sein. Ja, man hätte auch, man ist auch davon ausgegangen, dass wir nach dem Spiel vom Mittwoch heute schon ins Spiel mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reingehen. Ich bleibe dabei, jedes Spiel wird ein Abnutzungsspiel. Auch wenn der Gegner jetzt gewisse Probleme hat, gewisse Verletzte hat, eine schwierige wirtschaftliche Situation, trotzdem ist es ein Abnutzungsspiel, sowieso in unserer Phase. Also wir haben viel zu tun, wir haben viel zu verarbeiten und viel zu bearbeiten vor allen Dingen. Ja, natürlich wünschen wir uns, dass wir nächste Woche ein bisschen frischer sind, dass wir überzeugter sind. Aber ich sag nochmal, wir sollten ein bisschen die Erwartungshaltung im Moment noch ein bisschen nicht zu hoch demütig bleiben, hart weiterarbeiten und dankbar dafür sein, dass wir so eine Unterstützung von dem Publikum im Moment bekommen.